Im nächsten Abschnitt gucken wir uns Relation an. So, was soll das sein? Wozu ist es gut? Ne, die Motivation soll von nicht negativen rationalen Zahlen kommen. Also bis jetzt haben wir gesagt, was ist eine natürliche Zahl? Aber natürlich kennt man irgendwie positiv rationale oder nicht negativ rationale Zahlen, wo man zwei natürliche Zahlen nimmt und dann irgendwie daraus einen Bruch macht. Da haben wir irgendwie eine Vorstellung davon, was das sein soll. Hier muss natürlich b darf nicht 0 sein, weil man darf nicht durch 0 dividieren. Ne? Wenn wir schon wissen, was natürlich Zahlen sind, natürlich wissen wir das aus dem normalen Leben, dann ist uns irgendwie klar, was das bedeutet. Aber angenommen, Sie kommen zu einem Menschen, der das irgendwie noch nicht weiß. Ne? Was sagen Sie dem dann? Ne? Dann ist dieses a durch b, so wie das hier steht, der Bruch, einfach erstmal nur eine Schreibweise. Und zwar ist das erstmal sozusagen nur eine Schreibweise für ein geordnetes Paar, A, B, wobei das A aus den natürlichen Zahlen kommen darf und das B aus den natürlichen Zahlen außer der 0. Ne, warum geordnet? Weil irgendwie klar ist, dass ne, A durch B soll irgendwie nicht, das ist eine andere Schreibweise als B durch A. Okay, aber wenn wir das nur als Schreibweise als für ein geordnetes Paar betrachten würden, dann wäre 1/2 und 2/4 a priori verschieden. Ne? Das wären verschiedene geordnete Paare. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Wir haben ja irgendwie rationale Zahlen, haben ja irgendwie eine Bedeutung. Ne? Können wir an Pizzastücken denken. Dann hätten wir hier bei 1/2, hätten wir halt eine halbe Pizza. Bei 2/4 hätten wir immer noch eine halbe Pizza. Ja. Das heißt, man muss auch wieder hier jetzt sagen, wann betrachtet man denn jetzt hier so zwei verschiedene Brüche, A durch B, zwei verschiedene geordnete Paare als gleich. Ne, und dann definiert man, A durch B ist gleich C durch D, falls A mal D gleich B mal C gilt. Ne, das heißt, man führt irgendwie noch eine Einschränkung ein, wann man zwei solche Brüche als verschieden betrachtet. Und das führt auf den Begriff der Relation, den wir uns als nächstes angucken. Dann definieren wir mal. Definition 2, 4, 1. Wir haben eine Menge x und dann ist eine Relation R eine Teilmenge vom kartesischen Produkt von x mit sich selbst. Und für ein so geordnetes Paar x, y, wenn das in dieser Teilmenge R ist, also in der Relation ist, dann schreibt man auch oft x und dann so eine Tilde r y oder wenn aus dem Kontext klar ist, um welche Relation es sich handelt, lässt man das r auch weg und schreibt einfach nur x Tilde y. Und eine solche Relation kann jetzt verschiedene Eigenschaften haben. Die kann einmal reflexiv sein. Das ist, falls jedes x in Relation zu sich selbst steht, kann symmetrisch sein. Das ist, falls aus x in Relation zu y auch y in Relation zu x folgt. Kann antisymmetrisch sein, falls aus x in Relation zu y und y in Relation zu x folgt, dass x eigentlich schon y war. Es kann transitiv sein, falls aus x in Relation zu y, y in Relation zu z folgt, dass x in Relation zu z ist. Und falls die Relation sowohl reflexiv symmetrisch als auch transitiv ist, nennen wir sie eine Äquivalenzrelation. Und falls sie reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist, nennen wir sie eine Ordnung oder eine Ordnungsrelation. Und im letzteren Fall würde man dann die Menge mit dieser Relation eine geordnete Menge nennen. Und wenn sogar zusätzlich gilt, dass für alle Elemente xy der Menge x in Relation zu y oder y in Relation zu x gilt, dann nennt man diese Ordnung total.
Bevor wir zu unserem Motivationsbeispiel wieder zurückkommen, gucken wir uns erstmal ein leichteres Beispiel einer Relation an. Und zwar sollen Sie sich in einer Übungsaufgabe überlegen, dass für jede natürliche Zahl n gibt es eine andere natürliche Zahl m, sodass entweder n gleich 2m, ne, dann würde man das n gerade nennen, oder n gleich 2m plus 1, dann würde man das n ungerade nennen, gilt. Das ist irgendwie das, was man erwarten würde, eine Zahl ist entweder gerade oder ungerade. Aber das kann man benutzen, um auf n eine Relation zu definieren, also auf der Menge aller natürlichen Zahlen. Und zwar sagen wir, a steht in Relation zu b, falls beide Zahlen gerade oder ungerade sind. Das heißt, das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir oft Relationen definieren. In der Definition steht zwar, die Relation ist eine Teilmenge von x kreuz x und man könnte jetzt einfach diese Teilmenge als Menge angeben. Aber das ist eigentlich nicht so, wie Relationen im normalen Leben vorkommen, sondern meistens sind das Eigenschaften von Paaren aus x. Und für diese Relation, die wir jetzt hier hingeschrieben haben, können wir uns jetzt natürlich überlegen, welche von diesen Eigenschaften hat die eigentlich. Dann gehen wir mal durch. Ist reflexiv? Ja, weil a ist in Relation zu a, das weil, wenn a gerade ist, ist auch a gerade und wenn a ungerade ist, ist auch a ungerade. Das passt also. Ist denn symmetrisch? Ja, weil wenn beide Zahlen gerade sind, dann sind die auch noch gerade, wenn ich die Reihenfolge vertausche. Ist es denn antisymmetrisch? Und da ist die Antwort jetzt nein. Weil wenn ich x gleich 2 nehme und y gleich 4, dann ist zwar, sind die beide gerade, das heißt 2 ist in Relation zu 4 und 4 ist in Relation zu 2, aber 2 ist natürlich nicht gleich 4. Es ist transitiv, dann kann man sich auch überlegen, dass es richtig ist, das heißt, wir haben hier eine Äquivalenzrelation. Aber keine Ordnungsrelation, weil es ja nicht antisymmetrisch war. So. Unser Ursprungsbeispiel mit den rationalen Zahlen oder positiven rationalen, nicht negativen rationalen Zahlen, das war auch eine Relation, und zwar eine Relation, da ist die Menge x n kreuz n ohne die 0. Das heißt, wir hatten so ein paar AB, was später unser Bruch sein soll, ist ein Element in x und b darf halt nicht 0 sein, deswegen steht hier n ohne die 0. Und wir sagen, ab ist in Relation zu cd, falls ad gleich bc gilt. Und auch das ist ein Beispiel für eine Äquivalenzrelation, dass das eine Äquivalenzrelation ist, sollen Sie in der Übungsaufgabe nachrechnen. Und Äquivalenzrelationen sind eine ganz wichtige Klasse von Relationen. Was kann das? Hat man eine Äquivalenzrelation Tilde auf einer Menge m, dann bezeichnet man für jedes Element x der Menge folgenden Ausdruck als Äquivalenzklasse von x Modulo der Äquivalenzrelation. Und zwar bezeichnen wir die Menge als in eckigen Klammern x und die definieren wir als alle Elemente y in unserer Menge m, sodass x in Relation zu y steht.
Und die Menge aller Äquivalenzklassen von M modulo dieser Äquivalenzrelation bezeichnen wir mit M-Tilde. Und wir nennen dann x einen Repräsentanten der Äquivalenzklasse, eckige Klammern x. Angenommen, wir haben, dass x in Relation mit y steht, dann gilt schon, dass die Äquivalenzklasse zu x gleich der Äquivalenzklasse zu y ist. Und dass x und y beides Repräsentanten der gleichen Äquivalenzklasse sind. Ne, das klingt erstmal banal, sollten sich aber mal in dieser Mengenschreibweise hinschreiben, weil dann werden Sie sehen, dass Sie da in Wirklichkeit schon eine Eigenschaft der Äquivalenzrelation benutzen, nämlich die Symmetrie. Ne, für eine allgemeine Relation könnten Sie zwar das hier auch definieren, aber dann würde zum Beispiel schon das hier nicht mehr gelten, dass aus x in Relation y auch wirklich folgt, dass die Äquivalenzklassen gleich sind. Am Beispiel der Relation auf die natürlichen Zahlen, die wir vorhin gesehen haben, wo zwei natürliche Zahlen in Relation zueinander standen, wenn sie entweder beide gerade oder beide ungerade sind, da wäre zum Beispiel die Äquivalenzklasse zum Repräsentanten 0, würde aus allen geraden Zahlen bestehen und wäre natürlich jetzt das gleiche wie die Äquivalenzklasse zum Beispiel zu 4. Ne? Und die Äquivalenzklasse zur Zahl 1 würde aus allen ungeraden Zahlen bestehen und wäre das gleiche wie die Äquivalenzklasse zur, keine Ahnung, zur 11. Das heißt, hier wäre n modulo unserer Äquivalenzrelation. Also die Menge der Äquivalenzklassen würde bestehen aus dieser Äquivalenzklasse zu den geraden Zahlen und dieser Äquivalenzklasse zu den ungeraden Zahlen. Wenn wir zu unserem Beispiel der nicht negativen rationalen Zahlen nochmal kommen und uns angucken, was ist denn jetzt hier zum Beispiel die Äquivalenzklasse zum Repräsentanten 1/2. Ja. Und da sehen wir, da ist 1,2 drin, da ist 2,4 drin, 3,6 und so weiter. Das heißt, diese Schreibweise 1/2 zieht sich ja eigentlich auf die Äquivalenzklasse, ne? Weil in der Äquivalenzklasse ist ja die gleiche Äquivalenzklasse wie 2,4. Ja. 2/4, das heißt, auf diesen Äquivalenzklassen ist 1/2 jetzt wirklich 2/4. Das heißt, AB ist einfach die Schreibweise für die Äquivalenzklasse des geordneten Paars AB bezüglich der Äquivalenzrelation, die wir hier oben hatten. In den beiden Beispielen, die wir bis jetzt gesehen haben von Äquivalenzrelationen, da war das immer so, dass jedes Element aus der Menge, worauf die Relation definiert war, in genau einer Äquivalenzklasse vorkam. Also bei dem gerade ungerade auf natürlichen Zahlen kommt jede natürliche Zahl in genau einer Äquivalenzklasse vor, nämlich entweder in der, die nur aus geraden Zahlen besteht oder in der, die nur aus ungeraden besteht. Auch bei der Definition der nicht negativen rationalen Zahlen kommt jedes geordnete Paar aus n kreuz n ohne die 0 in genau einer Äquivalenzklasse vor, nämlich die, der dem Bruch a durch b entspricht. Und das ist was allgemein gilt, das sehen wir im folgenden Satz, ist Tilde eine Äquivalenzrelation auf einer Menge m, dann ist m modulo Tilde, also die Menge der Äquivalenzklassen von M unter der Äquivalenzrelation Tilde, eine Zerlegung von M. Was heißt hier Zerlegung? Eine Zerlegung einer Menge M ist eine Teilmenge, die wir hier so mit geschwungen groß I bezeichnen, eine Teilmenge I der Potenzmenge von M, also mit Symbolen so geschrieben, I ist eine Teilmenge der Potenzmenge von M, sodass es für jedes Element klein x aus
der Menge groß M genau ein Element groß A aus geschwungen I gibt, sodass das Element X auch wirklich in groß A ist. Ne, gucken wir uns das nochmal an einem Beispiel an. Und zwar bauen wir mal eine ganz einfache Äquivalenzrelation auf der Menge, die nur aus den Zahlen 1, 2, 3 besteht. Und hier sagen wir, A ist in Relation zu B, falls A gleich B ist oder die Menge AB gleich der Menge 1, 2 entspricht. Das heißt, das sagt uns im Prinzip, dass A in Relation zu sich selbst ist. Und hier ist es eine Mengengleichheit, ne? Darf man nicht verwechseln mit der Gleichheit von geordneten Paaren. Das heißt, hier gibt es zwei Möglichkeiten, was passieren kann. A kann 1 und B kann 2 sein oder A kann 2 und B kann 1 sein. Das heißt, das gibt mir als Relation nochmal 1 ist in Relation zu 2 und 2 ist in Relation zu 1. Und jetzt kann man überprüfen, dass das auch wirklich eine Äquivalenzrelation ist. Das ist relativ leicht zu sehen, können Sie sich mal überlegen, ob das wirklich die drei Eigenschaften einer Äquivalenzrelation erfüllt. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wenn das eine Äquivalenzrelation ist, was sind denn jetzt hier die Äquivalenzklassen? Was ist die Äquivalenzklasse zum Repräsentanten 1? Da müssen wir also gucken, welche Elemente in der Menge stehen in Relation zu 1. Also 1 steht in Relation zu sich selbst, 1 steht in Relation zu 2. Ja, und da sehen wir schon, das ist aber die gleiche Äquivalenzklasse wie zum Repräsentanten 2. 2 steht in Relation zu sich selbst, also 2 und 2 steht in Relation zu 1. Da bleibt noch übrig, was ist denn eigentlich die Äquivalenzklasse zu 3? Ja, und 3 steht nur in Relation zu sich selber. Das heißt, es ist die einelementige Menge. Und wir haben insgesamt dann als Menge aller Äquivalenzklassen zwei Äquivalenzklassen, nämlich einmal hier die von der 1 und einmal die von der 3. Und wenn wir das jetzt mal wirklich die Äquivalenzklassen auch wieder als Teilmengen von M ausschreiben, dann haben wir hier die Teilmenge 1, 2 und hier die Teilmenge 3. Das heißt, auch hier sehen wir wieder, jede der Zahlen 1, 2, 3, also jede der Elemente von Groß M, kommt hier in genau einer Äquivalenzklasse vor. Das heißt, da haben wir wirklich eine Zerlegung unserer Menge M. Und das ist auch wirklich eine Teilmenge der Potenzmenge von M. Okay, jetzt haben wir das an einem Beispiel gesehen. Und jetzt wollen wir den Satz natürlich auch beweisen. Satz 2, 4, 3. Kommen wir zum Beweis. Um zu zeigen, dass das wirklich eine Zerlegung ist, müssen wir als erstes gucken, ist denn die Menge aller Äquivalenzklassen wirklich eine Teilmenge der Potenzmenge von M, sollte hier stehen. Und ja, weil jede Äquivalenzklasse ist eine Teilmenge von Groß M und damit ist die Menge aller Äquivalenzklassen eine Teilmenge der Potenzmenge. Das heißt, was jetzt noch bleibt, ist, wir müssen gucken, dass jedes Element aus M auch wirklich in genau einer Äquivalenzklasse enthalten ist. Sei nun x in m. Und jetzt wollen wir gucken, ist das denn überhaupt erstmal in einer Äquivalenzklasse enthalten? Und dann ist die Antwort ja, weil dann ist x in der Äquivalenzklasse zum Repräsentanten x enthalten. Wegen der Reflexivität unserer Äquivalenzrelation. Vielleicht wiederholen wir hier nochmal kurz die Definition einer Äquivalenzklasse zum Element y, das ist die Menge aller z in unserer Menge, sodass y in Relation zu z steht. Und weil x in Relation zu sich selber steht, ist es halt immer x in der Äquivalenzklasse von x enthalten.
So, das heißt, jedes x kommt schon mal mindestens einmal vor in den Äquivalenzklassen. Jetzt wollen wir natürlich, dass es auch nur genau einmal vorkommt. Das heißt, es bleibt zu zeigen, dass aus x in der Äquivalenzklasse zu y folgt, dass es in Wirklichkeit schon die gleiche Äquivalenzklasse ist, die wir schon hatten, nämlich dass die Äquivalenzklasse von y gleich der Äquivalenzklasse zu x ist. Ne? Und jetzt, wie macht man das? Wir erinnern uns, jede Äquivalenzklasse ist ja selber eine Menge. Das heißt, was wir hier eigentlich zeigen müssen, ist wieder eine Mengengleichheit. Ne? Und wie zeigt man Mengengleichheit? Das haben wir schon mal gemacht, das ist, indem man die Teilmengeneigenschaft in beide Richtungen zeigt. Bevor wir die Inklusion zeigen, bemerken wir noch, dass aus x in der Äquivalenzklasse zu y folgt, y ist in Relation zu x und mit der Symmetrie von unserer Äquivalenzrelation ist auch x in Relation zu y. So, um jetzt hier diese Mengengleichheit Äquivalenzklasse zu y ist gleich Äquivalenzklasse zu x zu zeigen, zeigen wir als erstes, dass die Äquivalenzklasse zu x eine Teilmenge zur Äquivalenzklasse zu y ist. Und dazu müssen wir also wieder zeigen, dass jedes Element aus der Äquivalenzklasse an x auch in der Äquivalenzklasse zu y ist. Also dazu sei jetzt z ein Element zur Äquivalenzklasse in x, also x in Relation zu z. Und jetzt haben wir x in Relation zu z und y in Relation zu x. Das heißt, nach Transitivität täte unserer Äquivalenzrelation folgt, dass y in Relation zu z ist, also dass z in der Äquivalenzklasse zu y ist. Und somit haben wir auch wirklich, dass die Äquivalenzrelation, die Äquivalenzklasse zu x eine Teilmenge der Äquivalenzklasse zu y ist. Das heißt, nun bleibt noch die umgekehrte Relation, also dass die Äquivalenzklasse zu y eine Teilmenge der Äquivalenzklasse zu x ist. Und da gehen wir ganz analog vor, sei z jetzt aus der Äquivalenzklasse von y, also nach Definition der Äquivalenzklasse y in Relation zu z. Und jetzt verwenden wir auch wieder die Transitivität, und zwar auf y in Relation zu z und x in Relation zu y. Das heißt, nach Transitivität folgt x in Relation zu z, also z in der Äquivalenzklasse von x, und somit die Äquivalenzklasse zu y eine Teilmenge zur Äquivalenzklasse in x. Zusammen also die Äquivalenzklasse zu x ist gleich der Äquivalenzklasse zu y. Ja, das heißt, wir haben jetzt gesehen, ganz am Anfang, dass unser beliebiges Element x in M in mindestens einer Äquivalenzklasse ist, nämlich der von sich selber, und aber auch gesehen, dass die einzige ist, in der es ist. Ne? Weil wir hatten geguckt, angenommen, es ist in irgendeiner Äquivalenzklasse, haben wir gesehen, das ist in Wirklichkeit schon die, die wir oben hatten. Und damit haben wir gezeigt, dass die Menge der Äquivalenzklassen wirklich eine Zerlegung unserer Menge M ist.